Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Thomas Fahr, ich bin der Küchenchef des Frankfurt Meerheit Hotels. Heute machen wir Tartar. Ich habe da mal was vorbereitet. Sollten Sie keinen Louis Dres zu Hause haben, reicht natürlich auch ein einfacher Weinbrand. Auf jeden Fall brauchen wir zu unserem Rindertartar Rinderfilet, was am besten ist. Dann Sardellen, Kapern, Cornichons, Echalot, Schnittlauch, etwas Ketchup, einen guten Dijon-Senf, ein bisschen Cayenne-Pfeffer, normalen weißen Pfeffer, etwas Salz und Eigelb. Zuerst nehmen wir das Rinderfilet und lassen es durch den Wolf. Am besten Sie benutzen die feine Scheibe. So. Solange wir mit Lebensmitteln arbeiten, die wir roh verarbeiten und dann essen, sollten wir am besten immer Handschuhe tragen. Ganz wichtig. Danach nehmen wir ein Ei, lassen das Eigelb ab, beziehungsweise Eiweiß. Geben das Eigelb zum Fleisch. Das Eiweiß heben wir auf und machen uns Eierbaisés. Das Rezept werden wir sicherlich auch irgendwann einmal ausprobieren. Wenn das Eigelb drin ist, nehmen wir etwas Sardellen, etwas Kapern, Cornichons, Echalot, ganz fein gehackt, ganz wichtig, etwas Schnittlauch, der Jahreszeit entsprechend vielleicht auch Petersilie, Kerbel, das Ketchup, ein bisschen Dijon-Senf, zur Schärfe etwas Cayenne, zur Abrundung des Geschmacks etwas weißen Pfeffer. Mengen das Ganze jetzt durch, salzen noch nicht, da wir die Kapern und die Sardellen dran haben. Probieren, bevor wir salzen, damit nicht zu viel Salz oder dass es nicht zu salzig wird. Wir geben etwas Salz noch zu. Etwas Louis Dres zur Abrundung des Geschmacks. Machen dann mit unserem Löffel Noppen, richten diese auf den Teller an, servieren dazu ein schönes Schwarzbrot und ein frisches Glas Bier. Und die Welt ist in Ordnung. Dankeschön. Und dazu servieren wir Schwarzbrot, ein frisches Glas Bier. Guten Appetit.